Ja, hallo Leute, hier ist wieder Chris aus Thailand mit einem neuen Video und heute geht es um die brennendste aller Fragen und zwar, habe ich denn mit 31 schon ausgesorgt und wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt überhaupt in Thailand? Ja, das ist mit Abstand die wichtigste Frage von euch gewesen. Also ich kriege stets und ständig täglich Nachrichten per E-Mail oder unten in den Kommentaren, ja Chris, wie verdienst du eigentlich dein Geld in Thailand, arbeitest du dort, wie kannst du es überhaupt schaffen, dort längerfristig zu leben, müsst du nicht wieder zurück nach Deutschland, um zu arbeiten? Und einige haben auch schon gefragt, ja hast du im Lotto gewonnen oder irgendwie reich geerbt oder sowas? Ja, um heute mal euch allen, die das gefragt haben, die Antwort zu geben, mache ich dieses Video und gleich vorweg, es wird ein bisschen länger, es wird auch viel off-topic sein. Es wären noch vielleicht einige Dinge, die ich hier raushaue, wo ihr sagt, hä, spinnt der? Ja, nur mal zur Warnung vorweg und ich mache das jetzt auch im Hochformat, weil sonst fällt mir einfach der Arm ab, ich habe hier kein Stativ, also seht es mir nach. Genau, also erstmal zu mir. Ja, also das Video, ja, es ist eigentlich eine private Geschichte, mehr oder weniger mit dem Geldverdienen. Ihr wisst es ja eigentlich, würde ich auch nicht unbedingt ein Video darüber machen, aber ihr seid meine Community und ich möchte auch ehrlich zu euch sein und authentisch und euch auch Einblicke in mein Leben geben, wie ich es geschafft habe, dieses Jahr hierher zu kommen und auch länger hier zu bleiben. Und vielleicht kann ich euch da auch einigen von euch damit weiterhelfen, die auch diesen Schritt planen, früher oder später zu gehen, auszuwandern nach Thailand oder auch ein Stück weit von der Arbeit zurückzutreten, ein bisschen freier zu werden und auch mehr Spaß im Leben zu haben. Genau, kurz zu mir, also ich bin jetzt 31 Jahre jung und ich habe natürlich auch in den letzten Jahren in Deutschland gearbeitet, in verschiedenen Unternehmen, vor allem in der Software- und Internetbranche und zuletzt habe ich auch in einem ziemlich großen weltweiten Konzern gearbeitet, im Vertrieb, wo ich quasi Software vertrieben habe für Unternehmen. Und ja, da ist einfach meine Karriere in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich verlaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man so schön sagt. Das heißt, viele Kunden mussten auf ein neues Produkt umsteigen und ja, da konnten wir halt so viel verkaufen. Und ihr wisst ja, wie es ist im Vertrieb, man hat halt seine Zielvereinbarung. Und wenn man diese Ziele übertrifft, dann bekommt man ja auch immer mehr Gehalt und auch einen Bonus und so weiter. Genau, und da war es halt ziemlich erfolgreich für mich die letzten Jahre und es ist auch nicht so, dass mir das irgendwie alles zugeflogen ist oder ich nur die Hand aufgehalten habe quasi, sondern das war wirklich harte Arbeit. 60 bis 80 Stundenwochen waren, waren nichts Ungewöhnliches, 10 bis 12 Stunden arbeiten pro Tag im Außendienst auch, das heißt rausfahren, auch mal 400 Kilometer zum Kunden hinfahren oder zum Meeting, dann 4, 5 Stunden vor Ort und dann nochmal die 400 Kilometer zurückfahren. Also es ist schon nicht so, dass das alles leicht ist und ich jetzt irgendwie mit dem Fingerschnippen irgendwie zu Geld gekommen bin, sondern ja, war wirklich harte Arbeit. Man hat sich da teilweise am Wochenende noch mit beschäftigt oder auch in der Nacht hat man schon darüber nachgedacht, wie am nächsten Tag, wie man dann seine Ziele eben erreichen kann. Ja, es war halt schon einiger Druck und ja, es hat sich aber auch gelohnt, die harte Arbeit. Dadurch konnte ich mir ein ziemlich gutes finanzielles Polster aufbauen, wodurch ich auch ja, sehr viel Freiheit gewonnen habe. Und dann auch mal zu sagen, ja, ich trete jetzt erstmal zurück, ich mache jetzt erstmal Pause, ich überlege jetzt erstmal, was kann ich weitermachen. Und ja, es ist ja so, erst wenn man so eine Freiheit gewinnt, dann kann man sich erstmal wieder beschäftigen, ja, wie kann man sein Leben weiter voranbringen. Wenn man nur tag- und täglich dann eingebunden ist in diesem System, dann ja, kann man einfach nicht über den Tellerrand hinausschauen. Genau, und dann bin ich halt in einige Länder gereist und dann vor allem auch in Thailand, wo es mir besonders gut gefallen hat. Deswegen bin ich auch hier geblieben, habe dann auch meine Freundin gefunden, mit der ich jetzt schon fast ein Jahr zusammen lebe. Und dann ja, ist alles quasi tutti frutti. Und ja, was danach passiert ist, also ich habe auch dieses Geld Schritt für Schritt genommen und habe das dann selber für mich angelegt, also investiert langfristig, damit es auch quasi nicht weniger wird, sondern ja zumindest mal erhalten bleibt oder sich sogar noch vermehrt. Ja, das Thema Geldanlage oder auch ja, Börse und so weiter, ihr wisst es ja selber, in Deutschland ist das ja, verbrannte Erde mehr oder weniger. Nicht viele Leute beschäftigen sich damit oder haben ihre Vorurteile und sagen, ja, das ist alles Teufelszeug. Dazu später noch ein bisschen mehr. Fakt ist, ja, guckt euch doch zum Beispiel einfach mal so Unternehmen an, wie jetzt YouTube, Apple, also YouTube gehört ja zu Google oder Apple, Amazon. Das sind alles Unternehmen, die sind erst in den letzten 10 bis 15 Jahren entstanden. Also es ist noch gar nicht so weit lange her. Und ja, guckt euch mal an, vielleicht vor 10 Jahren habt ihr noch so viel Fernsehen geschaut und jetzt
nutzt ihr pro Tag mehrere Stunden YouTube und könnt euch da wirklich super Informationen holen. Und ja, diese Unternehmen sind ja so erfolgreich geworden in den letzten Jahren und haben natürlich auch ihre Gewinne und Umsätze ja so stark gesteigert. Also es ist Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben. Und ja, für mich war natürlich dann auch Fakt, ich möchte mich auch an solchen Entwicklungen beteiligen. Ich möchte am produktiven Unternehmen beteiligt sein und ja, natürlich die schlauesten Köpfe dann, die Chefs von Amazon, Microsoft, Google, Apple für mich arbeiten lassen. Und ja, da habe ich mich halt dann vor 5 Jahren immer stärker damit angefangen, mich damit zu beschäftigen mit der Geldanlage. Und ja, jetzt nochmal einen kurzen Ausschwenk zum Thema Politik, System in Deutschland. Also es ist ja wirklich so, ja, Deutschland ist eher so eine Nation der Versicherungs- und Rentenempfänger. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, dass das deutsche Rentensystem ist marode. Jedes Jahr muss der Bund da zig Milliarden zuschießen, damit es überhaupt noch funktioniert, aufgrund eben der Alterung der Gesellschaft und der Nullzinsen, weil das ganze System einfach nicht mehr funktioniert. Und es ist einfach mehr eine Geldverbrennung als wirklich eine Erhaltung. Ihr könnt es immer selber ausrechnen. Rechnet doch mal aus, wie viel ihr dann in eurem Berufsleben dort einzahlt, in die Rentenversicherung oder Lebensversicherung von mir aus, und dann was ihr am Ende rausbekommt. Der Staat legt das ja auch bloß bei Nullzinsen an und dann am Ende zahlt ihr noch Steuern darauf. Also es ist im Prinzip eine Geldverbrennungsmaschine. Es bringt nichts, überhaupt gar nichts. Der Staat sagt im Prinzip nur, gut, gib uns mal lieber das Geld, lieber Bürger, wir machen das für dich. Nein, bloß für dich keine Selbstverantwortung, kümmere dich ja nicht um deine Altersvorsorge selbst, sondern wir machen das. Und dann, ja, nimmt der Staat halt euer Geld, aber das Geld wird halt mehr verbrannt als alles andere. Und andere Länder wie jetzt zum Beispiel Amerika oder Australien, Norwegen, die sind da schon viel, viel weiter. Die ermöglichen allen Bürgern eine Altersvorsorge, die eben gestützt ist auf ja, Wertpapieren, Unternehmensbeteiligung. Norwegen hat einen Staatsfonds, Amerika hat ein System und auch Australien, was darauf gestützt ist, eben auf dieses Sparen in Unternehmensanteile. Und ja, da sind die eben schon viel, viel weiter als Deutschland. In Deutschland sind wir halt Sparweltmeister. Das heißt, ja, der Großteil der Menschen hat das Geld in ja, Sparbüchern auf dem Konto liegen. Und ja, viele sind auch, was das Thema Wertpapiere angeht, ja, verbrannt. Das heißt, ihr wisst es alle, Techblase 2000, Telekom-Aktien und so weiter. Da klingelt es wahrscheinlich bei einigen von euch und haben das Thema dann im Prinzip schon für sich abgeschrieben. Oder wenn man sich dann wirklich wieder damit beschäftigt, dann machen dann viele in Deutschland wirklich nur so ein Zocken, so ein ja rein-raus Casino-mäßiges Sachen mit irgendwelchen Forex oder Rohstoffen und so weiter. Das bringt halt auch alles nichts, das ist halt auch Quark. Und keiner beschäftigt sich wirklich seriös damit. Derweil haben wir heute so viele Möglichkeiten. Das heißt, wir können uns im Internet wie hier auf YouTube über so viel informieren. Wir können selber das Thema in die Hand nehmen hier im Informationszeitalter und keiner muss mehr unbedingt zu den Sparkassen gehen und Banken und sich da die teuren, dicken Fonds aufschwatzen lassen. Genau. Ja, und was ist jetzt der aktuelle Bezug auch zu der ganzen Corona-Geschichte und der Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben? Es ist ja wirklich so, dass diese ganzen Lockdowns und so weiter und das ja, Stilllegen der Wirtschaft, das hat Milliarden, Abermilliarden und Billionen gekostet, die Staaten und ja, die Notenbanken in Amerika, in der EU, die haben ja Milliarden an Rettungspaketen geschnürt, haben so viel neues Geld gedruckt und genau, und haben auch gesagt eben, dass ja, dass nur so im Prinzip die Wirtschaft am Leben gehalten werden kann, damit es halt keine Massenarbeitslosigkeit gibt und keine Massenpleiten. Ja, und wer wird das Ganze jetzt bezahlen? Ist natürlich so, erstmal bezahlen die Staaten das, das ist richtig. Die Staaten nehmen die Schulden auf, aber gleichzeitig hat ja auch die Notenbank in Amerika gesagt, die Zinsen werden auf Jahre hinweg so negativ bleiben oder niedrig auf null. Und sie haben auch gleichzeitig gesagt, ja, wir heben das Inflationsziel an. Was heißt das jetzt? Das heißt, nicht die Staaten bezahlen im Endeffekt die Schulden, sondern ihr und auch ich, also wir bezahlen die Schulden am Ende, denn erstens mal wird die Inflation steigen, das heißt, ihr verdient vielleicht auf dem Papier immer noch dasselbe Geld nach Corona, euer Lohn ist vielleicht immer noch, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro pro Monat, aber ja, im Endeffekt wird die Kaufkraft sinken, das heißt, euer Geld wird weniger wert, was ihr verdient, und gleichzeitig steigen auch noch die Lebenshaltungskosten und natürlich werden auch die Steuern angehoben nach Corona, das ist Fakt. Weil irgendwie müssen sich ja die Staaten wieder die ganzen Millionen und so weiter reinholen und Milliarden und das refinanzieren. Und auch das mit der Inflation ist natürlich schlau, denn
durch die Inflation wird nicht nur das Geld weniger wert, sondern auch die Schulden. Auch Schulden verlieren an Wert. Also auch die Staatsschulden werden weniger wert. Und das heißt, die Staaten können sich einfacher und leichter auch durch die Inflation entschulden. Vielleicht machen sie auch Schuldenschnitte. Der eine sagt, gut, meine Schulden sind jetzt bei dir erlassen und deine Schulden sind bei mir erlassen. Aber im Endeffekt zahlt das wirklich der Bürger. Die Deutschen, es ist ja sowieso schon so, ja, wenn ihr jetzt 10.000 Euro auf dem Konto habt seit 2000, dann sind das jetzt nur noch 8.000 Euro und alle 30 oder 40 Jahre halbiert sich von eurem Geld die Kaufkraft, die ihr einfach auf eurem Konto habt. Das ist Fakt. Und ja, wie gesagt, durch höhere Steuern in Zukunft und höhere Inflationen, um einfach die Schuldenberge stemmen zu können für die Staaten, werden wir im Endeffekt die Verlierer sein. Euer Lohn ist gleich, aber nur auf dem Papier und eure Kosten, Lebenshaltungskosten werden steigen. Ja, was heißt das im Endeffekt? Im Endeffekt heißt das, wir alle müssen für den gleichen Lohn oder um den gleichen Lohn zu erhalten wie jetzt, müssen wir in Zukunft noch härter und noch länger arbeiten, damit wir uns das Gleiche leisten können. Das heißt, wir werden alle noch stärker in das System eingebunden, die Schulden werden sozusagen vergemeinschaftet. Und ja, das heißt im Prinzip auch, ja, der Thailandurlaub, der rückt immer noch weiter nach hinten. Ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, weil es halt immer schwieriger wird, wirklich mal sich finanzielle Rücklagen zu bilden und auch wirklich mal, ja, sich freier zu machen und aus dem System ein Stück weit auszubrechen. Nicht erst mit 65, 66, wenn das Jahr, Leben schon halb vorbei ist, sondern auch schon vielleicht mal ein bisschen früher das Leben zu genießen. Genau. Ja, das war jetzt ein bisschen mein Umschwung auch in die Politik rein in Deutschland, in das System, auch mit Corona ein bisschen das Ganze in Verbindung gebracht und auch zu meiner persönlichen Situation. Ich kann natürlich verstehen, einige interessiert das Thema Geldanlage nicht. Die sagen, das ist alles ja, Zockerei und ja, das ist nur Geld in den Rachen schmeißen von den gierigen Unternehmern. Aber diese gierigen Unternehmer schaffen halt auch viele Arbeitsplätze. Und wir sehen es ja selbst an solchen Unternehmen wie jetzt YouTube oder Amazon, wie wirklich sich solche Unternehmen entwickeln können. Und warum soll man dann nicht auch selber sein eigenes Geld in die Hand nehmen und daran teilhaben können? Das ist das Schlauste, was man machen kann. Neben Immobilien und ja, ich werde auch einfach noch ein bisschen mehr darüber informieren in Zukunft. Ich will das Ganze ja nicht mit dem Kanal vermischen. Ich möchte euch da nicht mit voll quatschen für diejenigen, die sich vielleicht nur für Thailand interessieren, sondern ich werde da einen zweiten Kanal zu gründen, wo ich seriös über das Thema informieren werde. Also wirklich seriös, nicht irgend so ein Quatsch, Scheiß wie wirst du von heute auf morgen reich oder irgendwelche Spekulieren mit irgendwelchen Rohstoffen, Währungen oder Aktien rein, raus und solchen Schnulli, das mache ich nicht, sondern wirklich langfristige, seriöse Geldanlage, wie man sich an der Weltwirtschaft beteiligen kann, langfristig. Und das hat immer funktioniert, von 1900 bis heute, auch wenn da zig Kriege dazwischen waren, im Endeffekt ging die Wirtschaft immer wieder bergauf. Das kann man auch langfristig sehen an den Fakten, an den, ja, wenn man sich mal die Diagramme und so weiter anguckt, ist es einfach Fakt. Und ja, darüber möchte ich noch mehr informieren in Zukunft für alle, die noch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen wollen hier auf dem Kanal, die sich freier machen wollen, die vielleicht entweder früher in Rente gehen möchten durch ein gewisses Nebeneinkommen, was sie sich aufbauen, oder auch die sich die Rente in Zukunft ein bisschen aufstocken wollen, die halt ja ein schöneres Leben mal haben wollen, wenn sie aufhören zu arbeiten. Für all die möchte ich gerne den zweiten Kanal machen und ich werde den unten verlinken, den Kanal in der Videobeschreibung. Da ist natürlich noch kein Inhalt zu sehen. Ich gucke erstmal, auf wie viel Interesse das stößt und dann werde ich dort weitermachen. Also wenn ihr wollt, abonniert auch gerne meinen zweiten Kanal dann. Da werden wir dann alle zusammen in Zukunft profitieren können und vielleicht für euch, wie gesagt, das Ganze ja, auf eine seriöse Art und Weise. Wie könnt ihr euch freier machen und dann, wie findet ihr auch euer Ticket nach Thailand, so wie ich, vielleicht schon in jüngeren Jahren und nicht erst, wenn ihr ja, quasi 60, 70 seid, wo ihr euch dann nur noch ein bisschen vom Leben übrig bleibt. Genau, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es mal ein bisschen außer der Reihe war. Wie gesagt, ich habe das Video hier nicht von mir aus gemacht, sondern es hat so viele von euch interessiert, zu erfahren, wie ich meinen Lebensunterhalt hier finanziere, ob ich schon ausgesorgt habe. Und nein, ich habe noch nicht ausgesorgt. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen finanzielles Polster habe, was für die nächsten Monate und Jahre hier in Thailand reicht. Das heißt aber nicht, dass ich hier irgendwie der Superreiche bin oder sowas. Ich möchte auch nicht irgendwie abgehoben sein vom Ross herunter und dann zu euch sagen, hier, ich bin hier der geile Typ, ich bin in Thailand und ihr seid die Dummen, ihr müsst in Deutschland schuften oder sowas. Das will ich überhaupt nicht. Ich sehe mich mit euch auf einer Stufe. Wir reden hier auf dem YouTube-Kanal auf Augenhöhe.
Und ich möchte einfach für die Leute, die noch ein bisschen mehr wollen, mehr Informationen bieten. Und wie gesagt, das bisschen Geld, was ich jetzt habe und das finanzielle Polster, das sind Peanuts. Da gibt es schon ganz andere in meinem Alter, die schon mit Anfang 30 Unternehmer sind, mehrere Unternehmen gegründet haben, die irgendwie, ja, keine Ahnung, Millionen haben auf dem Konto. Da ist das hier Pipifax bei mir. Ich möchte einfach ehrlich und authentisch mit euch sein und deswegen habe ich auch heute das Video gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Off-Topic. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, buttert mir auch gerne einen Kommentar rein oder ein Abo, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Video oder dann auf dem zweiten Kanal. Am Wochenende gibt es auch wieder ein bisschen was Tolles von draußen aus Thailand. Das heißt, wir gehen wieder raus. Ich mache wieder einen coolen Trip in wirklich ein unterschätztes Urlaubsgebiet von Thailand und werde dort wieder berichten. Also gerne dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao.